Ich freue mich riesig, euch heute eine Uhr zeigen zu können, die erst am 5. Dezember dieses Jahres zur Auslieferung kam, obwohl die Bestellfrist schon im November letzten Jahres begonnen hat. Diese Uhr gibt es nicht im freien Verkauf und trotzdem habe ich die wirkliche Freude, sie euch heute vorstellen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel. Und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. In einigen Videos, die ich schon gedreht habe, habe ich keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mit Limitierungen, mit Sondereditionen, mit Kooperationen, mit Firmen und Uhren zu besonderen Anlässen ein kleines bisschen fremdle. Für mich vermittelt das immer so ein klein wenig das Gefühl, als wäre die Marke, der Hersteller, der das macht, käuflich. Daran hat sich grundsätzlich auch nichts geändert. Aber diese Uhr, um die es heute geht, die finde ich einfach bockstark und deshalb wollte ich sie unbedingt haben und habe dafür auch meine grundsätzliche Einstellung ein klein wenig über Bord geworfen. Es handelt sich dabei um die 857 von Sinn, die in Kooperation mit der Lufthansa anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Boeing 747 auferlegt wurde. Die Uhr konnte nur von Lufthansa-Piloten bestellt werden, pro Pilot maximal 2 Uhren. Und zunächst war geplant, dass die Uhr limitiert würde auf die Anzahl der Bestellungen. Sowohl Sinn als auch Lufthansa haben aber recht bald gemerkt, dass die Nachfrage doch sehr viel größer war als erwartet. Deshalb hat man nachträglich einen Cap, eine Grenze eingezogen bei 747 Stück. Ein sehr, sehr netter und guter, mittlerweile leider ehemaliger Nachbar von mir ist Pilot bei der Lufthansa. Und wollte nur eine Uhr haben und hat mir angeboten, die zweite über ihn zu beziehen. Und so kommt es, dass ich euch heute die Nummer 39 von 747 vorstellen kann. Die 857 von Sinn ist grundsätzlich immer 43 mm, hat die AR-Trockenhaltetechnik, Klammer auf, dazu gibt es in den nächsten Tagen von mir ein Video, Klammer zu, hat den Magnetfeldschutz, hat die Tegument-Technologie, also das gehärtete Gehäuse. Alles das findet sich auch in dieser speziell limitierten Lufthansa-Boeing-Jubiläumsedition wieder. Aber es gibt einige Unterschiede, auf die ich später im Video im Detail eingehen möchte. Zunächst aber vielleicht zwei, drei Fakten zu der Boeing 747, dem Jumbojet in der Luft. Einfach um das Ganze in einen entsprechenden Rahmen zu setzen. Ich habe ein klein wenig recherchiert, wie es zum Entstehen des Jumbojets der Boeing 747 kam. Und aus dem, was ich gelesen habe und meiner eigenen Fantasie, hat sich so folgende Geschichte entwickelt. Es muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein, da saßen der Chef von Boeing und der Chef von Pan Am bei einem leckeren Bierchen zusammen und philosophierten über die Zukunft der Luftfahrt, die großen Flugzeuge, die Gigantomanie der Aircraft Industry. Und irgendwann hatten sie also einen Jumbojet erdacht. Und wie das so bei steigendem Bierkonsum passiert, sagte dann irgendwann der Chef von Boeing, ach weißt du, wenn du so ein Riesenflugzeug bezahlen kannst, dann baue ich dir das. Worauf der Chef von Pan Am sagte, na, bezahlen kann ich das locker, bau du das nur erstmal. Und dann haben die Boeing-Techniker begonnen, das Flugzeug zu entwickeln, zu zeichnen am Reißbrett. Und 1966 waren die ersten Zeichnungen, die Pläne, die Reißbrettentwürfe fertig. Und darauf basierend hat Pan Am 1966 25 Boeing 747-100, so war das erste Modell genannt, bestellt. Und im Februar 1969
hat die erste 747 den Boden verlassen und ist in die Luft aufgestiegen. Insofern 69, 19, 50 Jahre Boeing 747. Über die Jahre hat Boeing über 1500 Jumbojets, also die Boeing 747, produziert. Zu Spitzenzeiten waren es mehr als 7 Stück pro Monat. Aktuell, in den letzten Jahren, wurden nur noch 6 Stück im Jahr produziert, was wohl auch der Grund ist, weswegen die 747 mit dem Modell 747-8 nun auslaufen wird und der Nachfolger wird die 777X sein. Und das ist wohl voraussehbar das Ende des Jumbojets. Und deshalb finde ich eine Uhr zu diesem Jubiläum auch angemessen, gerade vor der Historie von Sinn mit den Fliegeruhren, dem direkten Bezug Helmut Sinns zur Fliegerei. Ich finde, das passt, auch wenn ich, wie gesagt, meine grundsätzliche Einstellung zu der Limitiritis nicht geändert habe. Aber diese spezielle Uhr finde ich einfach super klasse und möchte euch das auch gleich im Video im Detail zeigen. So, hier haben wir sie also, die 857 Boeing 747, entstanden von Sinn in Verbindung mit der Lufthansa. Das Ziffernblatt ist ein blau-grau, ein dunkles blau-grau, und die Lünette besteht aus einem noch dunkleren Blau mit einem leicht metallischen Schimmern. Ich finde das sehr gelungen, und ebenfalls sehr gut passend finde ich die dunkle Datumsscheibe, die wahrscheinlich schwarz ist, sich aber sehr gut in das dunkle Blatt einpasst. Was ich ebenfalls sehr, sehr schön finde, ist, dass die Schriftzüge 50 Jahre, 747, sowie das stilisierte Flugzeug nicht weiß sind, sondern silbernfarben und auch leicht erhaben auf dem Ziffernblatt erscheinen. Ich würde nicht sagen, dass sie appliziert sind, aber sie sind auch nicht planflach aufgedruckt, sondern setzen sich etwas von dem Ziffernblatt als solchem ab. Und solche Sachen gefallen mir einfach. Da habe ich Freude dran. Diese 747 konnte von Piloten der Lufthansa ab November 2018 bestellt werden, und im frühen Dezember 2018 war dann die Bestellfrist schon beendet und die nachträglich eingezogene Limitierung von 747 Stück erreicht. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm, ist tegmentiert, aber anders als die üblichen 857 Modelle von Sinn ist hier das Gehäuse nicht perlgestrahlt, sondern satiniert. Nach meinem Kenntnisstand ist das die aktuell einzige 857 im Programm von Sinn mit einem satinierten Gehäuse. Und das wäre schon der erste große Unterschied zu den Standardmodellen dieser Serie. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Unterschiede, wie zum Beispiel die Bodengravur Boeing mit dem Boeing-Symbol sowie der Limitierung und der entsprechenden Limitierungsnummer. Die weiteren Unterschiede zu den Standardmodellen sind unter anderem die andere Lünette.
Die Lünette bei diesem Modell hat mehrere Unterschiede zum Standard, den ich euch hier auf der Seite einblenden werde. Da auf der Seite könnt ihr den nachher sehen. Die Lünette hat zum Beispiel zwischen den Ziffern und den 5-Minuten-Indizes nur kleine feine Punkte und keine Striche wie die anderen Modelle. Außerdem ist die Schriftart dezenter und feiner und es sind die 5er-Schritte beschriftet, also 5, 15, 25, wohingegen auf den Standardmodellen die 10, 20, 30, 40 Schritte beschriftet sind. Das Ziffernblatt ist anders bedruckt. Gut, das ist der Limitierung und dem Sondermodell geschuldet. Ein weiterer Unterschied ist, und hier war ich wirklich sehr gespannt, ob es wirklich so sein wird oder ob es nur auf den Produktbildern zunächst zu sehen war, der Minutenzeiger ist länger als bei den Standardmodellen. Bei den Standardmodellen reicht der Minutenzeiger nur bis an die Minuterie heran. Hier reicht er deutlich über die Minutenstriche hinaus. Mir gefällt das sehr gut und ich bin froh, dass es tatsächlich so geworden ist, wie es die Produktbilder ursprünglich angedeutet haben. Ein weiterer Unterschied zu den Standardmodellen ist das Leuchtdreieck. Das ist hier spitz ausgeführt und etwas kleiner. Bei den Standardmodellen ist es etwas breiter und die untere Spitze ist abgeflacht. Auch hier zeige ich euch entsprechende Vergleichsbilder links neben der Uhr. Die Uhr ist ansonsten mit einer beidseitig drehbaren Lünette ausgestattet, so wie es bei der 857 üblich ist. Die Krone ist verschraubt und mit einem Kronenschutz versehen. Die Uhr hat einen Magnetfeldschutz, hat die AR-Trockenhaltetechnik, hat die Tegmentierung des Gehäuses, ist 200 Meter wasserdicht, was dies betrifft also eine wirklich typische 857. Das Lederband ist herrlich dick und nachdem man es ein klein wenig in Gebrauch genommen hat, auch weich. Anfangs war es doch sehr, sehr starr. Was mir aufgefallen ist, das Band ist relativ lang. Ich glaube, mit einem Handgelenksumfang von 16,5 oder weniger braucht man ein Zusatzloch oder aber gegebenenfalls ein anderes Band. Es ist ausgeliefert worden mit der Bezeichnung Standardlänge, aber für mich macht es einen überdurchschnittlich langen Eindruck. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, wie unglaublich begeistert ich von der Uhr bin, wie viel Freude sie mir macht und dass ich sehr, sehr froh bin, über meinen Schatten gesprungen zu sein und eine Uhr aus der von mir eigentlich nicht geliebten Mode der Limiteritis genommen zu haben. Denn diese Uhr wird ganz bestimmt sehr häufig an meinem Handgelenk sein, auch wenn der Schriftzug Sinn sich doch ziemlich versteckt und man ein klein wenig suchen muss, um ihn zu finden, denn er ist dunkelblau glänzend auf dunkelblau matt gehalten, sodass man ihn nicht unmittelbar erkennt, aber es ist unverkennbar eine Sinn und als solche eine Uhr, die mir Freude machen möchte. Tja, das war sie, die nicht frei erhältliche, limitierte 857 Sondermodell Boeing 747. Ich hoffe, ich konnte euch meine Freude etwas rüberbringen und zeigen, dass sich diese Uhr in deutlich mehr als nur 3 Punkten vom Standardmodell unterscheidet. Ausgeliefert wurde sie mit einem Lederband. Im zweiten Quartal 2020 soll ein speziell für diese Uhr angefertigtes Stahlband folgen, was wohl bedeuten wird, ebenfalls satiniert, ebenfalls tegmentiert. Ob dann feingliedrig oder zweigliedrig, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Aber sobald es soweit ist, werde ich darüber auch ein
kurzes Video nachreichen. In diesem Sinne, euer Watch Maxim.